Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Warlock the Exiled. Eine neue Aufnahmesession ist am Start und ja, gut. Unruhen. Ja, altbekanntes, altbekanntes. Hier unten sind wir. Ich wollte nämlich eine Sache noch überprüfen, das ist das letzte Mal noch gar nicht nachgeguckt. Hier diese Festung gilt es einzunehmen. Okay. Jetzt wollte ich gerade einfach mal gucken, ob ich hier schon irgendwelche Werte angezeigt bekomme. Hey, wenn du die tötest, ich meine, böse wäre ich jetzt nicht drum, aber das muss auch nicht sein. Das muss auch nicht sein. Gut, okay. Dann vernichten wir diese. Ich will den da hier nicht verlieren. Ich kann ihn ja nicht reparieren. Das ist made. Aber ich könnte. Ja, ja. Nein, falsch rum. So rum. Dieser Akzent, der gefällt mir sehr gut. Jetzt hat das nicht gelangt. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt hat es gelangt wahrscheinlich wieder um 1. Du bist ein dummes Ding. Weißt du das? Du bist echt dumm. Blödes Teil da. Okay, also bisher die coolste Einheit, wie ich finde, immer noch die Hyänen da. Nee, nicht Hyänen, diese... Wölfe des Helias. Die Wölfe, ja, die Wölfe. Die Wölfe von Helia heißen die, glaube ich, ne? So war es doch. Okay. So, dann hier einmal. Das hat ja wunderherrlichst geklappt. Dann geh eins zurück und töte ihn. Du schaffst das eh nicht, ich weiß, aber es ist mir egal. Oh. 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 Sie hat wahrscheinlich nur darauf gewartet, dass ich das sage. Und hier eine Minimiste. Es rappelt in der Kiste. Ja, komm. Das kriegst du so hin, oder? Fast zumindest. Sehr schön. Ja, ich will mir da noch ein paar von den Wölfen auf alle Fälle holen. So, blöd, ne? Ich habe hier aber auch keine coolen Einheiten gerade irgendwie in der Nähe. Aber das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Okay. Befehle zuweisen. Genau, von denen will ich noch ein paar haben. Oh, nein, das ist schon wieder ein Drache. Da brauche ich gar nicht hingehen, hey. Nein, da kommen die gar nicht hin. Ach, nee, Mist. So blöd. Okay. Ja, ich weiß, was Speere sind. Will ich euch zurückschicken, ist die großartige Frage. Ja, ich schicke euch zurück. So. Du musst jetzt eigentlich wohin? In der Sonnenwüste war einiges, gell? Mhm. Einiges, viele sogar. Ihr heilt euch, bitte. Ja, müsst ihr natürlich in die Sonnenwüste. Welches Portal waren das jetzt dann eigentlich von hier aus? Das war das da unten. Genau, das war in dieses tropische Gebiet und du musst einmal hier hindurch und lasst ihn töten. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los, aber okay. Sehr schön, wenn wir das gereinigt haben. Das sieht aber nicht aus wie ein Kaktusfeld. Also ich habe noch nie ein Kaktusfeld gesehen, aber das sieht nicht aus wie ein Kaktusfeld. Will ich nur mal sagen. Hier sind ein paar Kakteen, ja, aber okay. Nächste Runde. Ah, tausende Viecher. Ja, ja, ihr dürft auch sterben. Ah, dann brauche ich die gar nicht zurückschicken. Das passt ja eigentlich sehr gut. Es hat nicht gelangt. Wir machen's. Einfach, weil ich's kann. Und greif's an. Das passt, okay. Hauptsache, das Feld ist schon mal weg, dann kommen keine neuen dazu. So, dann. Hier einmal töten. Ach, komm schon. Aber jetzt machst du es kaputt, oder? Oh, Gott sei Dank.
Das wollte ich gerade sagen, zu früh gefreut. Haha. Du da. Achso, das ist so ein Elementardings. Das ist wie hier. Da kriegen wir dann 30 Mana, wenn wir darauf was bauen. In Ordnung. Das bedeutet, du darfst dich regenerieren. So. Kollege. Baum darf sterben. Und dann haben wir noch eine verlorene Karawane. Dann hatten wir hier, ich glaube, das ist nur der Fisch. Nur der Fisch. Nur der, doch, das passt eigentlich. Nur der Fisch. Mach mal kaputt. Ja, das war der falsche Spruch. Definitiv. Ach, du grüne Leute. Da ist Stadt, da Festung, da Viecher. Meine Güte, meine Güte. Vernichte die mal. Aber ich sehe die Stadt hier oben wahrscheinlich noch nicht so richtig, gell? Schade eigentlich. Also nicht so wie hier, dass ich draufklicken kann und sehen kann, ah, das ist jetzt deren HP. In Ordnung. In Ordnung. So, du, mein Freund. Einmal darauf. Das hat aber gerade so gelangt. Ach, wenn ich hier oben schon mal bin, darf ich natürlich gleich mal die Wölfe ordern. Sehr schön. Die sind nicht schlecht. Und du darfst... Jetzt ist es eigentlich fast egal, was ich mit denen mache, ne? Wo sind denn jetzt eigentlich diese anderen Viecher gewesen? Da habe ich noch mal welche gesehen. Sonnenwüste sind wir ja gerade. War hier welche? Ja, hier waren welche. Okay. Dann ist es ja mal ganz logisch, wo ihr hin dürft. Also das wäre natürlich auch noch fein, wenn das, na, irgendwie gehen würde. Pass mal auf, wir haben doch da den Heilungszauber. Dann können wir gleich mal überprüfen, ob wir den zweimal einsetzen können. Rein theoretisch zumindest. Ja, könnten wir rein theoretisch. Das gefällt. Dann ist ja der Plan schon mal aufgegangen. So, ihr müsst einmal darüber. Oh, das kann noch ein bisschen dauern. Ich bin gerade am überlegen, ob ich da vielleicht... Achso, das war mein Plan. Ja, ja. Ich war jetzt gerade am überlegen. Danke. Ich war gerade am überlegen, ob ich vielleicht nicht alle Kräfte sammeln soll, um diese Stadt... Ja, ich... ich lasse mich davon einfach zu gerne ablenken, merke ich schon. Ich war am überlegen, ob ich nicht einfach hergehen soll und sagen soll, okay, ich mache die Festung freckt und gut ist und wir schauen dann, ob es da überhaupt da reingeht. Aber ich nehme mal an, dass es so ist, wenn die Quest schon so lautet. Ein Kornspeicher wäre jetzt eine nette Angelegenheit. Allerdings brauchen wir unten auch erstmal ein bisschen Geld. Wir machen ja Wiese. Das darf hier nicht sein. Und gut, Nahrung brauchen wir halt allerdings auch. Ne? Das darf ich auch nicht vergessen. Will ich jetzt mit dem Drachen da drüber mal fliegen, das einsammeln? Und da habe ich es auch schon getan. Okay, ist in Ordnung. Der darf auch da bleiben. Du gehst dahin, dann halt dahin und machst die mal. Und ich hoffe, ich komme mit der Hexe so einigermaßen gut nach oben. 1, 2, 3. Und töten. Das wäre jetzt eine feine Angelegenheit. Sehr schön. Dann können wir die da reinholen. Dann holen wir uns noch die Stadt. Machen wir eine Festungsstadt raus. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man nur 11 Städte haben darf. Ja. Gut, okay. Dann würden die nächsten einfach nur Geld kosten, oder wie? Gut, ich habe aber auch einen Haufen Blödsinnsstädte, ne? Also da weiß ich dann auch fürs nächste Mal dann einfach, hier zum Beispiel. Da muss man halt mal ein paar Abschnitte machen oder, ja gut, für Will hier oben. Also das hätte vielleicht ja auch die Stadt hier unten abdecken können. Respektive die Städte werden doch groß genug, dass man auch diese Felder abdecken könnte. Unter Umständen. Zumindest. So, das hat zumindest schon mal geklappt, aber da komme ich nicht mehr rein. Wie es scheint, ja. Da bräuchten die einen Bewegungspunkt mehr. Dahin, dann da durch. Dann haben wir das dort hinten auch geschafft. Und... Bitte hier rein. Ach, herrlich. Wie viele Viecher sind denn da noch? Aber da können wir uns hier reinstellen. Und dann können wir direkt hier wieder zwei zum Preis von einem kaufen. Und ihr könnt da gerne auf ihn draufschlagen, so viel ihr
Wow. Heftigst. War ich der Meinung, ich habe dich mal verloren? Und du bist einfach nur da jetzt aufgetaucht? Oder war ich zu schnell am Weiterklicken? Das kann natürlich auch sein. Weil eigentlich ist er ja nicht schlecht. Er ist schon ordentlich, ne? Frisst halt nur viel Schaden. Beziehungsweise er hat halt nicht viel Leben. Er hat nicht viel Leben. Das muss man halt sehen. Aber so, das da, das gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Aber ich sehe gerade, du kannst ausgerüstet werden. Dann bekommst du... Dann bekommst du immun gegen Banne. Ja gut, Resistenzen, das ist eigentlich egal. Achso, das kann der leider nicht nehmen. Was bekommen wir denn da? Kraft der Einheit. Okay, 10% und 20%. Warum auch nicht? Resistenz Elementar. Das war ja schon mal nicht verkehrt. Feuersch... Oh, darf er nicht nehmen. Schade. Na ja, gut, dann kriegst du das noch dazu. Dann wirst du ja richtig schlagkräftig. Die Waffe dürfte er nehmen. Okay. Schaden 25%. Nahkampf, nochmal mehr Nahkampfschaden machen. Das wäre nicht schlecht. Zieht sich nicht zurück. Okay. Schaden 25% Geist. Das ist auch nicht verkehrt. Unsichtbar. Unsichtbar. Das wäre halt an den Verkehrten. Dann würde er nicht gesehen werden. Und ich könnte relativ gut mit dem agieren. Wie kriege ich ihn nicht raus? Achso, zum Lager. Wer lesen kann, ist klar. Im Vorteil, wir machen dich unsichtbar. Genau. Ja, Schaden Geist plus 25% oder Nahkampfschaden plus 25%. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, Geistschaden, du machst tot, ne? Also nutzt bei Geistschaden nicht so viel. Und du machst eigentlich... Ja, damit haben wir das Elementar so mindestens mal... ausgemerzt, das ist sehr gut. Wobei, es hätte er hier eh schon getan. Also die beiden Sachen schließen sich irgendwie gegenseitig aus. Ah, gut, außer halt das Immun. Ne? Das ist, sollte man vielleicht dazu sagen. Was kriegst du denn jetzt? Ja. Kriegst das da, was soll's. Ich habe keinen einzigen Bogen. Das ist schon so ein bisschen traurig, wie ich finde. Was ist das eigentlich? Resistenz Nahkampf? Okay. Das machen wir mal zum Lager. Wir optimieren die gerade mal durch. Dann kriegst du das da. Ja. Meinetwegen. Was ist das da? Das ist auch nochmal Resi-Werte. Ja, gut, in Ordnung. Ist so einigermaßen angebracht. Nee, wir lassen das so, wir lassen das so, wir lassen das so. Was mache ich denn jetzt mit dem? Du bist ja eh... Ach, da unten ist auch noch eine Stadt. Alter Verwalter, hier sind ja echt sehr viele. Ist da einer drinnen? Sieht nicht so aus. Sieht ja nicht so aus. Wir schicken dich mal dahin. So ein bisschen als Scout. Ich denke, das dürfte gar nicht verkehrt sein. Du darfst dich definitiv heilen. Das ist aber schon mal ganz klar. Ich muss mal gucken, ob ich da nicht irgendwo dann vielleicht doch noch... Nein, 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 nein! Oh, minus 22. Das bedeutet, er ist doch schon wieder halb tot. Halt, ich bin noch in der richtigen Welt. Ich pflaume. Die Welt ist so groß, dass ich mittlerweile schon gar nicht mehr weiß, wo... Ist interessant. Das bedeutet, ich krieg den doch eigentlich... recht gut weg. Du kannst hier eins rüber. Wir nehmen uns hier fix die Stadt. Würde ich mal schwer behaupten. Machen daraus wieder eine Festungsstadt. Das passt doch sehr. Jö.
dich schicken wir darauf. Ein Amulett des inneren Frieden. Resistenzen. Wäre ja für ihn nicht verkehrt, ne? Wäre ja für ihn nicht verkehrt. Also basteln wir dich halt nochmal um. Des inneren Friedens. Leben und Geistresistenz. Hier unten sind wir einfach zu viele Elementare. Definitiv mache ich eins mit dir, mein Freund. Und zwar... Da war ich nicht mehr... Alter, oben. Nee, nicht den magischen Flug. Aber... Ich habe doch noch diesen Bann, fällt mir gerade ein. Moment mal, das wurde mir geschrieben oder gesagt. Ich fisch. Nee. Hä? Moment mal. Warum bin ich auf minus 5? What? Was ist denn da geschehen? Ich war doch hier oben schon fast. Das kann es jetzt nicht sein. Also, ich habe mehr Helia-Tempel als alles andere. Ich müsste hier oben sein, eigentlich hier so in diese Richtung gehen, weil ich ja Krollen und Helia. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, weil ich wollte gerade gucken, aber ich glaube, das Elementare habe ich noch gar nicht, diese Elementarresistenz. Ach, das ist ja jetzt ärgerlich. Und ich suche hier mich wieder zu Tode. Wisst ihr was? Jetzt mache ich es ganz einfach. Dann nehme ich den da hier. Ist doch egal. Und du darfst dann natürlich hier runter. So, mein Freund. Sehr schön. Dann bekommst du natürlich hier auch noch gleich ein paar Goodies. Das, was ich zumindest noch... Ich brauche unbedingt mehr von diesen Gebäuden. Hey, das ist ja schlimm. Ist jetzt gerade so ein bisschen ärgerlich. Warum ist meine Religion eingebrochen? Gute Frage, das ist ja schlimm. Oh mein Gott, da ist auch nur so viel. Ich habe gedacht, ich krieg dich in diesem Zug wieder runter. Beziehungsweise im nächsten. Na, das hat ja super geklappt. So super, dass es schon wieder Blade ist. Okay. Hier machen wir auf jeden Fall die Spinnen weg, hoffe ich sehr. Wartet nur, bis meine Beine, meine Rambot-Kampfmaschine hier rüberkommen darf. Die Heliath. Ja, schön. Städtemäßig ist hier echt alles zugeschissen. Drachennest. Wir gehen hier runter. Oh, schade, ihr dürft da nicht reingehen. Das wäre jetzt natürlich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Yep, hindurch und ich hoffe sehr, ihr könnt einigermaßen was gegen diese Viecher anrichten. Ich meine, wir haben ja natürlich noch die Oh Gott, jetzt kommen wir wieder von den Viechern nach. Ich glaube, es ist geschickter, dort unten die Festung einfach einzunehmen. Ey! Da oben könnt ihr da rumspielen, wie ihr wollt. Oh, schade. Das ist aber blöd. Das ist jetzt aber echt doof gelaufen. Ja, die sind wieder fast voll live. Also, die sind echt geil. Die sind echt geil. Ich glaube, die werde ich beim nächsten Mal vermissen, weil die ich werde ja nicht nochmal denselben Tempel nehmen. So. Ja, die regenerieren sich wieder. Du gehst auf alle Fälle vor und holst das da. Die Bogenschützen davon noch. Ich glaub's ja gar nicht. Geh mal da rein und. Ja, komm. Die Stadt holen wir uns in der nächsten Runde hier, ey. So. Einfach geht das. Ich hätte vielleicht darauf zielen sollen, ne? Wäre geschickter gewesen.
Ja, ich meine, da kommen immer wieder Elementare oder so. Ich habe es ja jetzt gelesen, so also ab Runde 300 fängt es dann halt langsam aber sicher an, dass die doch sehr stark spawnen. Finde ich gar nicht verkehrt, finde ich eigentlich ganz toll auf der einen Seite. Es ist natürlich so ein bisschen nervig, wenn man dann ziemlich weit zurücklaufen muss. Aber mein Gott, man kann hier natürlich eine Verteidigungslinie aufbauen. Ist ja alles möglich. Das war jetzt natürlich wieder Blade. Listen and obey. Ihr geht mal dahin. Das einzig Gute ist, jetzt habe ich natürlich wieder Zauber frei. So. So. Und hier, das da. Ein Kräutergarten. Ich glaube, irgendwo habe ich das Ding nochmal gesehen. Also wir hätten es eigentlich, glaube ich, greifbar. Genau. Das war nämlich der erste von denen. Du darfst dich heilen. Das andere war doch auch so ein Kroll-Tempel. Das ist da. Taurus! Oh! Ha! Ups. Das ist natürlich blöd. Aber dass das gleich alles an Religion aufbraucht, ist ein bisschen blöd. Möchte ich es mal nennen. Bisschen blöde, ja? Okay, aber noch nicht aufgepasst dann. Okay, dann hat es sich ja erledigt. Das ist, wenn man natürlich mit Sachen rumspielt, von denen man keine Ahnung hat. Nö. 7 zu 5 ist jetzt nicht so optimal allerdings. Wir haben Mana übrig. Ja, komm, was soll's. Ach, Gott sei Dank. Wenn die jetzt alle gestorben wären, hätte ich mich eher gebissen in den Hintern. Den Zug beenden. Ah! Hört's dir auf! Immun. Das sind die einzigsten, die so ein bisschen Macht haben. Aber nur so ein bisschen. So. Haha. Ich liebe es, wenn die Boom dasteht. Okay. So dann. Du fährst dahin, machst mal den Laserbeschuss. Hat das was gebracht? So ein bisschen. Du darfst wahrscheinlich nicht bis darauf gehen, ne? Flugfähigkeit für dich wäre echt imbar. So. Ja, man muss halt auch ein bisschen auf die Gelände achten. Hier durch die Wälder wird der hier. Oder kommt er ja nur schwer durch. Ja, ist ja eigentlich fast egal, ob ich jetzt einen Feuerpfeil nehme oder das. Das bringt zweites Mal. Elfenmagie oder Feuerpfeil? Das da. Ist dann Leben. Lieben Schaden, den ihr da ein bisschen mitmacht. Von daher nicht ganz so verkehrt, nehme ich an. Ich hätte eher die da angreifen sollen, aber naja, was soll's. Eine Erdelementar herbeirufen. Na super, die Viecher bringen es auch. Ihr bekommt auf jeden Fall schon mal den Teleport. So eine Hotbar wäre immer noch geil, muss ich sagen. Würde mir sehr gefallen. Ich denke, hier oben bei der Hexe Oli dürfte das nicht verkehrt sein. Du gehst mal da rein und haust Fettfeuerball in diese nette Stadt. Sehr schön. Und dann holen wir uns diese Stadt. Dürfen wir daraus jetzt eine Achso, halt, ja, ich muss ja erstmal die Stadt zerstören. Ja. Ja. Dann könnte ich ja wiederum die Stadt hier eher gründen, ne? A new city has been founded, my lord. Ich lasse das einfach mal. Mal schauen, was passiert. Ich habe schon wieder vergessen. Und ansonsten da zurück. Okay, passt. Next.
you know we spear, yes? Ja, ich weiß, was Speere sind. Ich habe davon schon mal gelesen oder gehört. Die bleiben einfach da hinten stehen. Ich hoffe, denen passiert da nichts. Wer ist das jetzt gewesen? Ach, da drüben. Da drüben. 41. Das hat noch eine Runde Abklingzeit. Von daher würde ich sagen, wir ziehen trotzdem mal so ein bisschen zurück. Ich will die nicht verlieren, weil die sind dafür einfach viel zu imber. Definitiv, das geht gar nicht. Nee. Überhaupt nicht. So. Ärgert die Spinnen doch. Das hat die gar nicht interessiert. Sind die immun? Nee. Ach, wollte ich doch gar nicht machen. Egal. Ach, jetzt kommt's Erdelementar auf einmal noch mit dazu. Also ich kriege ja Beirufung für so ein Viech und dann kommt auch automatisch gleich einer. Das ist natürlich supi. Okay, ich würde sagen, im nächsten Part werde ich mich mal darum kümmern, dass wir hier oben diese Festung einnehmen und ja, dann gucke ich mal entweder durch oder noch versuchen, hier alles irgendwie clean zu machen. Ich wäre schon dafür, irgendwie clean zu machen, weil die Angriffe gehen einem natürlich schon auf die Nüsse, aber brauchen wir noch viel mehr Leute da, aber wird schon werden, hoffe ich sehr. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit einschalten würdet. In diesem Sinne, baba!